Die AfD ist zur zweitstärksten politischen Kraft in Mitteldeutschland geworden. Laut einer repräsentativen Umfrage des MDR Ende August konnte sich in Thüringen jeder Fünfte und in Sachsen sogar jeder Vierte vorstellen, die Partei zu wählen. Doch wofür steht diese Partei eigentlich? Wie eng sind die Verbindungen zu Netzwerken am äußersten rechten Rand? Burgscheidungen in Sachsen-Anhalt im Juni. Rund 1000 Gäste warten auf Einlass zum jährlichen Kyffhäuser-Treffen. Eingeladen hat der Flügel die Rechtsaußenströmung der AfD. Völkisch und betont national. Die Presse muss vor dem Schlosstor bleiben. Dieses Treffen zeigt, der völkische Flügel prägt längst nicht mehr nur die ostdeutsche AfD. Parteimitglieder aus ganz Deutschland sind gekommen. Wer in der AfD Einfluss haben will, ist hier dabei. Auch die Bundesspitze der Partei macht beim Flügel Stimmung. Die Bundesregierung will, dass wir für die Einwanderer arbeiten, damit die in Ruhe Kinder in die Welt setzen und den Bevölkerungsaustausch vollenden können. Und das wollen wir nicht, das wollt ihr auch nicht. Ich stelle mir das vor, wir gründen so eine Never-Come-Back-Airline. Und ich bin auf dem Flug nach irgendwo. Und ich bin ganz sicher, wir kriegen den Flieger voll. Mit den Claudia Roths, den Cem Özdemirs und wie sie alle heißen. Denn eines ist klar und unmissverständlich. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. In diesen Zeiten ist Mut eine berechtigte Portion Wut und vor allen Dingen ziviler Ungehorsam die erste Bürgerpflicht. Denn wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Nach dem Treffen Angriffe auf Journalisten. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Nehmen die Kamera weg. Ganz ruhig bleiben, okay? So, Sie nehmen jetzt hier erstmal ein bisschen Abstand und den Schirm runter, ja? Genau. In welcher Fraktion bist du hier? Hey, hey, hey! Weil du rein nicht rum bist, hab ich doch keinen Bock auf die Fresse. Hilfe! Was soll denn das? Hilfe! Ja, mach ein paar Fotos. Schäbst du dich nicht? Was ist los mit Ihnen? Wollt ihr euch ins Netz stellen oder was? Wollt ihr euch ins Netz stellen? Hey! Spinnst du, Mann? Ihr habt schon so viele Fotos von mir. Ihr Dreckschweine. Wir kriegen euch. Hier. Ausraster und Tabubrüche. Werden aus Worten Taten? Gauland hat selbst gesagt, man wolle die Grenzen des Sagbaren ausweiten. Das führt auch dazu, dass es eine stärkere Verhetzung im öffentlichen Diskurs gibt. Eine solche Verhetzung des öffentlichen Diskurses schürt interne Konflikte und spaltet eine Gesellschaft. Zwei Verbände der Parteijugend werden inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet. Einzelne bayerische AfD-Mitglieder ebenfalls. In Thüringen prüft der Verfassungsschutz eine Beobachtung von Björn Höckes Landesverband. Höcke selbst pflegt enge Kontakte zu einem radikal rechten Verlag. Seine Reden über das Reproduktionsverhalten von Afrikanern und über den Umgang mit der deutschen Geschichte machten Schlagzeilen. Ich habe es immer wieder gepredigt und ich tue es auch heute wiederum, weil es so wichtig ist. Die AfD ist die letzte Evolutionäre, sie ist die letzte friedliche Chance für unser Vaterland. Die Positionen, die es in diesem Umfeld von Höcke gibt, die neigen doch sehr stark dazu, rechtsextremistische Auffassungen anzunehmen. Wenn man sich Höckes Reden anschaut, zum Beispiel die berühmte Dresdner Rede, wo er die AfD als die letzte evolutionäre und friedliche Möglichkeit ansieht, dann ist das eine versteckte Drohung, denn wenn die AfD scheitert, dann gäbe es ja keinen friedlichen und keinen reformerischen Weg mehr. Immer heftiger wird diskutiert, ob nicht die ganze AfD ein Fall für den Verfassungsschutz ist. Auch wegen der Äußerungen von Flügelchef Björn Höcke. Der sieht die AfD als Opfer
einer Kampagne. Meiner Meinung nach ist der Verfassungsschutz, so wie er in Deutschland konzipiert ist, leider, muss man sagen, vor allen Dingen auch ein Herrschaftssicherungsinstrument in den Händen der Kartellparteien. Die Art und Weise, wie der Verfassungsschutz in Deutschland konzipiert ist, die finden Sie in keinem anderen demokratischen Rechtsstand in der westlichen Hemisphäre. Und da besteht dringender Reformbedarf. Die Parteispitze hat eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich dem Thema Verfassungsschutz widmen soll. Ein enger Vertrauter von Björn Höcke ist Andreas Kalbitz aus Brandenburg. Er ist Mitglied im Bundesvorstand und Fraktionschef im Brandenburger Landtag. Flügelmann Kalbitz schlägt besonders radikale Töne an. Und wenn es Teil des AfD-Erfolges sein soll, die 68er-Erben und Verwalter auf die politische Sondermülldeponie der Geschichte zu befördern, dann nehme ich diesen Teil unseres politischen Auftrages gerne an. Denn da gehören Sie nämlich hin, und ich sage es nochmal, ich bin dafür, habe mal eine Rüge bekommen vom Landtagspräsidenten, wir werden auf den Gräbern tanzen. Intern wird Kalbitz von einigen schon als künftiger Parteichef gehandelt. Und das, obwohl sich der Brandenburger jahrzehntelang in rechtsextremen Kreisen bewegt hat. Eschede in Niedersachsen 2007. Ein Zeltlager der heimattreuen deutschen Jugend. Die wurde später verboten. Ihr Vorbild war die Hitlerjugend. 2007 mittendrin Andreas Kalbitz. Er sagt, er habe sich dort nur mal umgesehen. Kalbitz war außerdem für diverse extrem rechte Organisationen tätig. Ein Auszug. Anfang der 90er Jahre war er Mitglied der Republikaner, die damals vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Er trat dem völkischen extrem rechten Wittikobund bei. Und er saß jahrelang im Vorstand des Vereins Kultur und Zeitgeschichte, Archiv der Zeit. Dieser Verein wurde auch von ehemaligen SS-Leuten gegründet und bestritt Deutschlands Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg. Unproblematisch findet das alles AfD-Bundesvorstand Kalbitz. Er sieht keinen Grund, seine politische Vorgeschichte in Frage zu stellen. Also jeder ist natürlich ein Produkt seiner Entwicklung und ich kann mich schlecht von mir selber distanzieren und werde das auch nicht tun. Das ist richtig. Interessant in dem Kontext ist allerdings, dass man auf der sogenannten rechten Seite Menschen diese Entwicklungsoption nicht zugesteht. Auf der linken Seite ist es überhaupt kein Problem. Ansonsten stehe ich zu meiner Vita, ist Teil meines Lebens. Erst 2016 ist Kalbitz auf öffentlichen Druck aus dem rechtsextremen Verein ausgetreten. Damals war er bereits AfD-Funktionär. Ein Spitzenpolitiker mit rechtsextremer Vergangenheit in einer Partei, die behauptet, keine Extremisten zu dulden. Nachfrage beim Bundesvorsitzenden. Darüber werde ich mit Ihnen nicht sprechen, weil Sie mich da mit Dingen konfrontieren. Ich kenne diese Gruppe, die Sie da sagen, echt überhaupt nicht. Also ich würde bei Herrn Kalbitz bestreiten, dass wir es hier mit einem Rechtsextremen zu tun haben. Wir haben es hier mit einem hochgebildeten, hochreflektierten Menschen zu tun, der eine hervorragende Parteiarbeit leistet. Matthias Mantei auf dem Weg in den Landtag. Der Jurist ist Gründungsmitglied der AfD Mecklenburg-Vorpommern, war jahrelang ihr Vorsitzender. Zuvor hatte er die CDU verlassen, weil ihm die konservativen Werte fehlten. Die hoffte er in der AfD zu finden. Doch im Herbst 2017 trat er aus. Zu radikal war ihm die AfD geworden. Es gibt eine große Systemfeindlichkeit, was für mich heißt, das kann nur bedeuten, dass man eben unsere Verfassung ablehnt, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ich selber habe es erlebt auf einem Parteitag, dass eben ein Mitglied offen zum Widerstand aufgerufen hat und ganz offen den Parlamentarismus abgelehnt hat. Trotzdem wurde dieses Mitglied in den Vorstand gewählt. Also man kann auch gar nicht davon reden, dass sie nur einfach geduldet werden, sondern sie werden praktisch sogar aktiv in Führungsfunktionen gewählt. Mantei war früher Richter und Staatsanwalt. Das AfD-Verständnis vom Rechtsstaat sei nicht mehr das seine, sagt er. Und so hat er im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern mit anderen ehemaligen AfD-Abgeordneten eine neue Partei und Fraktion gegründet. Nach ihrem Ausstieg schlug ihnen aus der AfD Hass entgegen. Es gab Morddrohungen. An eine konservative, bürgerliche AfD
glaubt Mantai nicht mehr. Selbst wenn von der Mitgliederzahl her vielleicht nur 30-40% der Mitglieder radikal sind, spielt es aber keine Rolle, weil man diese Leute sozusagen hoffähig macht. Ich mache sie quasi salonfähig. Und das ist das Problem. Und das ist auch eine Auseinandersetzung, die auch heute noch, bis heute noch Mitglieder in der AfD mit sich selber führen müssen eigentlich, ob sie das wirklich für richtig halten. Eisenach im Mai, der Burschentag. Hier treffen sich jedes Jahr die Mitglieder der Deutschen Burschenschaft. Auch AfD-Politiker marschieren hier mit. Die Deutsche Burschenschaft ist ein Dachverband. Viele ihrer Gruppierungen gelten als völkisch und nationalistisch. Einige haben gute Kontakte zu Rechtsextremen und der NPD, werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Am Vormittag treffen wir den Sprecher der Deutschen Burschenschaft, Philipp Stein. Während die meisten Parteien radikal rechte Burschenschafter ablehnen, sind sie in der AfD gefragt. Akademisch gebildet und national eingestellt haben sie Karrierechancen in der Partei. Im Großen und Ganzen ist es so, dass verschiedene Burschenschafter das Aufkommen der AfD beobachtet haben, vielleicht sogar daran mitgewirkt haben mitunter in der Anfangszeit und haben sich dann in der frühen AfD-Zeit relativ oft als Parlamentarier aufstellen lassen. Und als sie dann gewählt wurden, haben sie gesagt, jetzt hole ich Leute nach, denen ich vertrauen kann. Und so sind mittlerweile zahlreiche Mitglieder der Deutschen Burschenschaft in der AfD und in deutschen Parlamenten. Dass einige Burschenschaften als rechtsextreme Kaderschmieden gelten, dass manche vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ist für den Sprecher des Dachverbands kein Grund, sich von ihnen zu distanzieren. Der Grundsatz der Burschenschaft, der Deutschen Burschenschaft und auch mein persönlicher eigener Grundsatz ist, ich werde mich niemals distanzieren und abgrenzen. Das kann ich ganz deutlich so sagen. Nationalistisches Pathos am Burschendenkmal. Hier wird die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen. Hat sich mit guten Gründen dafür entschieden, bei der Nationalhymne nur die dritte Strophe des Deutschlandliedes zu singen. Die Aussagen in der ersten Strophe beziehen sich nicht nur auf eine nationalistische Grundauffassung, sondern sie treten ja auch ein für eine Ausweitung des gegenwärtigen deutschen Staates. Letztendlich stellt so etwas auch bestehende Grenzen in Frage. Eine Woche nach dem Burschentag trifft sich die junge Alternative in Thüringen zu ihrem Bundeskongress. Beim AfD-Nachwuchs auffallend viele Burschenschafter. Zum Beispiel Damian Lohr und Torben Braga, der eine Bundesvorsitzender der jungen Alternative, der andere ihr Pressesprecher. Beim Burschentag haben wir sie noch als Fackelträger gesehen. Links Damian Lohr, Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz, rechts Torben Braga. Er macht die Pressearbeit für die junge Alternative und die AfD Thüringen. Er betont Gemeinsamkeiten von deutscher Burschenschaft und AfD. Wir stehen beide, glaube ich, für eine differenzierte Wahrnehmung der deutschen Geschichte. Es braucht eben einen selbstbewussten Umgang mit unserer Kultur, mit unserer Tradition, mit unserer Geschichte. Das fordert, wie gesagt, die Burschenschaft, genauso wie die AfD, genauso wie die JA. Wenn im deutschen Geschichtsunterricht beispielsweise sich nur auf 12 Jahre unsere Geschichte verengt wird und eine wirklich über tausendjährige Geschichte unseres Volkes, unserer Kultur außen vor gelassen wird, nur um einen Schuldkult zu betonen, dann ist das ein falscher Umgang. Schuldkult. Ein Begriff aus dem Jargon von NPD und Neonazis. Er soll bedeuten, dass zu viel an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnert wird. Einen solchen Umgang mit der deutschen Geschichte zeigt auch Parteichef Alexander Gauland bei der AfD-Jugend. Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die 12 Jahre. Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Auch wenn er im Nachhinein seine Aussage als missverständlich bezeichnet hat, Gauland ist damit durchaus auf Parteilinie. Wenn diese moralisch-politische Last des Nationalsozialismus wegfällt, dann kann man umso unbeschwerter nationalistische Grundpositionen vertreten. Nationalistische Positionen teilt die AfD mit vielen Akteuren am rechten Rand. Die Partei ist eingebettet in ein Netzwerk aus radikal rechten Zeitschriften, Schulungsstätten und Vereinen. Besonders auffällig ist die Nähe zu den Identitären. Viele AfD-Politiker sympathisieren offen mit dieser radikal rechten Gruppe. Doch wer sind die Identitären? Ein Video der Gruppierung von einer Demo in Berlin. Schnelle Schnitte, moderne Musik. Eine betont fröhliche und friedliche Inszenierung. Keine Polizei zu sehen, keine Spur von Randale. Ganz anders die Bilder, die Journalisten nach dem Ende der Demo gedreht haben. Die jungen Männer wollen weiter marschieren. In der ersten Reihe auch ein AfD-Mitglied. Sie durchbrechen eine Polizeisperre. Diese Gruppierung wird von AfD-Politikern als friedfertig gelobt. Die Lage eskaliert, die Polizei setzt Pfefferspray ein. Der Verfassungsschutz beobachtet die Identitären, hält sie für rechtsextrem. Es sind dort Leute engagiert, die auch schon bei rechtsextremistischen Gruppen mitgemischt haben, bei den jungen Nationaldemokraten zum Beispiel. Und es sind aber auch viele neue Leute dabei, die ganz anders auftreten als früher. Im Kern dreht es sich eben immer um Ausländerfeindlichkeit, um Abgrenzung, um Ausgrenzung, auch die Negierung von Teilen des Rechtsstaates. Ein Feindbild teilen Identitäre mit vielen in der AfD. In Deutschland werde die Bevölkerung gegen Migranten ausgetauscht. In einem identitären Handbuch heißt es, Zitat, die ethnisch deutsche Bevölkerung wird in den kommenden Jahrzehnten verdrängt, ausgetauscht gegen raum- und kulturfremde Zuwanderer. Im 21. Jahrhundert geht es um nicht weniger als das Überleben unseres Volkes und ganz Europas. Er kennt solche Kampfansagen aus seiner rechtsextremen Vergangenheit. Christian Weisgerber war selbst Neonazi, ist vor einigen Jahren aus der Thüringer Szene ausgestiegen. Einige seiner ehemaligen Kameraden sind heute bei den Identitären. In deren Parolen erkennt Weisgerber Hetze gegen Migranten, nur neu verpackt. Ich würde persönlich sagen, dass es eben Teil einer Strategie ist, die versucht, über so eine Art Labelkosmetik und über auch Verwirrungstaktiken Sand in die Augen von Leuten zu streuen, die sich mit dem Thema vielleicht nicht ausreichend auskennen und die dann wirklich das Gefühl haben, ja stimmt, da wird ja gar nicht von Rassen gesprochen, dann kann das ja gar kein Rassismus sein. Die Identitären hätten lediglich den Begriff Rasse gegen das Wort Identität ausgetauscht, so der Szenekenner. Das ist eine Sache, die ich genauso gedacht habe, als ich Nazi war. Alles, was nicht deutsch ist oder alles, was nicht in meine bestimmte Vorstellung passt, sich aber hier aufhält und so weiter, dagegen muss ich vorgehen. Weil man ist ja selber angegriffen. Man steht gerade auf der Liste der aussterbenden Arten und muss deshalb und darf deshalb auch alles tun, um sich aus dieser Opferposition heraus zu erwehren mit jeder Form von Politik und Gewalt, die nur denkbar ist. August 2018 in Dresden. In einer Fußgängerzone wollen Identitäre für ihre Weltsicht werben. Daniel Fiss ist ihr Deutschlandchef. Der 25-Jährige war jahrelang in der Neonazi-Szene aktiv. Fiss war noch bis vor wenigen Jahren Mitglied bei den Nationalen Sozialisten Rostock, einer rechtsextremen Kameradschaft. Und er war Führungskader der NPD-Jugend in Mecklenburg-Vorpommern. Bei der JN ausgetreten bin ich Anfang 2014. Bereuen Sie das heute, Ihre Aktivität für die JN und die NPD? Also ich glaube, es waren verschwendete Jahre, ja. Ja, aber inhaltlich? Gibt es irgendwas, wo Sie sich inhaltlich davon distanzieren? Nee, ich bin auf jeden Fall kein Nationalsozialist. Tatsächlich kommen Hitler und das Dritte Reich bei den Identitären nicht vor. Auch nicht der Begriff Rasse. Stattdessen betonen sie, dass Migranten wegen ihrer Kultur nicht nach Deutschland passen würden.
Darum sollen sie das Land verlassen. Diese Forderung nennen sie Remigration. Wir sehen es so, dass man eine bestimmte Volksgemeinschaft anstrebt, die man nur anders nennt. Und alle anderen werden ausgegrenzt bis hin zu dem Punkt, auch, dass diese Leute dann mit welchen Mitteln auch immer zurückgeführt werden müssen in eine andere Ethniengemeinschaft. Das wird meistens auch so deutlich nicht gesagt, aber es gibt genügend Anhaltspunkte in den Texten, in den Aktionen, dass genau das gemeint ist. Das ist nicht immer einfach zu erkennen für Außenstehende. Gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz klagen die Identitären. Die Gruppe zählt deutschlandweit nur gut 500 Mitglieder. In der AfD haben sie eine Partei gefunden, die ihre Inhalte teilt. Na klar, die AfD ist für uns ein absoluter Türöffner. Das müssen wir so ganz klar sagen. Und das halt auch gewisse, also wie das zumindest die AfD als parlamentarische Partei, wir eben sehen können, dass sich da jetzt ein politischer Raum eröffnet hat und auch ein gesellschaftlicher Resonanzraum, wo wir eben sehen können, okay, dass unsere Positionen eben nicht völlig isoliert sind. Halle in Sachsen-Anhalt. Dieses Haus ist ein Zentrum der Identitären in Deutschland. Und hier kann lange Zeit niemand die Nähe zwischen AfD und Identitären übersehen. Immer wieder gibt es Attacken mit Farbbeuteln. Wir haben uns im Juli 2018 mit dem AfD-Politiker verabredet, der hier ein Abgeordnetenbüro hat, Hans-Thomas Tillschneider. So, jetzt kommt rein. Was ich Ihnen zeigen kann, ist hier der schöne Veranstaltungsraum. Das hier ist so ein kleiner Barbereich. Hier trifft sich die identitäre Szene zu Vorträgen und Feiern. Auch AfD-Mitglieder kommen gern. Und auf dem Bild, das ist sozusagen die identitäre Gruppe hier von Halle. Da sind Sie jetzt aber nicht mit drauf, oder? Nee, ich gehöre ja auch nicht dazu. Ich bin ja viel zu alt dafür. Wenn jetzt noch mal 25 wäre, wäre ich da vielleicht auch bei den Jungs dabei. Ja. Aber obwohl die vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Ja, aber zu Unrecht. Die werden zu Unrecht beobachtet. Und das will ich auch gar nicht mehr hören. Den Verfassungsschutz, das geht mir so auf den Nerv. Ich rede mir halt den Mund fußlich. Ja, ich sage immer das Gleiche und mache darauf aufmerksam, dass diese Beobachtung illegitim ist. Und ich hoffe, dass es irgendwann fruchtet. Ich denke auch, dass es irgendwann fruchtet, weil der Wind dreht sich und die Zeiten ändern sich. Rundgang durch das Haus. Ganz oben eine identitäre WG. Drehen dürfen wir nur in der Etage darunter, wo der Landtagsabgeordnete ein Büro gemietet hat. In dem Haus arbeiten Identitäre zusammen mit Organisationen und Verlagen der radikalrechten Szene. Tillschneider teilt sich sein Büro seit knapp einem Jahr mit einem identitären Aktivisten. Er sieht die Gruppe als Verbündete der AfD. Doch die hat offiziell eine Zusammenarbeit mit den Identitären 2016 ausgeschlossen. Mit einem Unvereinbarkeitsbeschluss. Dieser Unvereinbarkeitsbeschluss bringt natürlich eine Haltung zum Ausdruck. Es gibt ja Leute, die ihn beschlossen haben. Bringt eine Haltung zum Ausdruck, die in der AfD verbreitet, die ich für falsch halte. Und dagegen wollte ich auch ein Zeichen setzen. Und das war meine Motivation. Viel enger könnte es ja eigentlich kaum sein als hier in dem Haus. Ist das dann eigentlich nur ein Papiertiger, dieser Beschluss? Das würde ich nicht so sehen. Also der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande gekommener Beschluss und wir erfüllen den Buchstaben dieses Beschlusses. Formal. Reden Sie jetzt nicht die Formalitäten klein. Also Formalitäten sind wichtig. Ende September kündigt Tillschneider plötzlich an, er wolle sein Büro in diesem Haus aufgeben. Aus taktischen Gründen, wie er betont, um keine Angriffsfläche zu bieten. Auch andere AfD-Politiker waren Gast im identitären Zentrum. Ein Video der AfD zeigt den Bundestagsabgeordneten Frank Pasemann bei seinem Vortrag in dem Haus. Nur ein weiteres Beispiel für die vielen Verbindungen zwischen AfD und Identitären. Insofern müssten auch diese Leute wissen, dass sie sich in unser Blickfeld bewegen, wenn sie sich in dem Haus und auch mit den Identitären oder anderen verfassungsfeindlichen Gruppen zusammentun. Das werden wir über einen gewissen Zeitraum dann auch irgendwann einmal bewerten müssen. Dresden. Bei einer Veranstaltung der Identitären treffen wir wieder auf Philipp Stein. Der Burschenschafter tritt heute in seiner Rolle als Chef des Vereins 1% auf. Der spielt
eine zentrale Rolle in der Szene. Wir haben nun heute eine Festivität der identitären Bewegung, der wir uns alle in irgendeiner Art und Weise verbunden fühlen. Steins Verein 1% gilt als eine Art radikal-rechte PR-Agentur. Er vernetzt zum Beispiel fremdenfeindliche Bürgerbündnisse, macht Werbung für Pegida und sammelt Spenden für Identitäre. Berlin im Juli. Philipp Stein ist Gast bei der AfD. Er soll einen Vortrag halten. Eingeladen hat die AfD-Bundestagsfraktion, Landesgruppe Sachsen-Anhalt. Als Verstärkung hat Philipp Stein zwei ehemals führende rechtsextreme Kader mitgebracht. Michael Schäfer und Julian Monaco. Beide waren jahrelang im Bundesvorstand der NPD-Jugend, JN. Monaco war zudem Mitarbeiter der sächsischen NPD-Landtagsfraktion. Michael Schäfer zählte auch zur gewaltbereiten rechtsextremen Kameradschaftsszene im Harz. Diese Typen, dieses Systems stehen für einen Scheiß! Wir kennen Michael Schäfer schon seit längerem und gerade im Vergleich zu den Dingen, die Schäfer früher gemacht hat, hin zu den Identitären, haben wir festgestellt, dass sich viele Dinge doch überschneiden. Und manchmal drängt sich so der Eindruck auf, das sei nur alter Wein in neuen Schläuchen. Die rechtsextreme Vergangenheit seiner Mitstreiter stört Philipp Stein nicht. Für ihn bringen sie Fachwissen mit. Herr Monaco und Herr Schäfer sitzen bei uns in sogenannten Expertenkommissionen. Diese Expertenkommission habe ich ja auch im Vortrag angesprochen. Die drehen sich beispielsweise um das Thema Asyl oder auch um das Thema Linksextremismus. Und da muss man eben auch auf Expertise zurückgreifen. Und diese beiden Personen, Herr Schäfer und Herr Monaco, haben Expertise, das heißt wissenschaftliche Expertise. Auch der Gastgeber hat kein Problem mit dem Besuch hochrangiger Ex-Kader der Neonazi-Szene. Nein, das macht mir insofern keine Bauchschmerzen, weil ich dafür bin, dass jeder Mensch auch eine zweite Chance braucht. Und man muss einfach sehen, dass nach einer bestimmten Zeit Menschen sich gerade in diesem Alter auch ändern können. Also, dass sich gerade Menschen aus diesem Spektrum so um die AfD herumgruppieren, wie erklären Sie sich das? Ja, wo sollen sie sich denn sonst sammeln? Die AfD als Magnet für extreme Rechte. Der Parteichef verwahrt sich dagegen. Ich kenne meine Partei und ich weiß, dass wir nicht in diesen rechten Rand reinrutschen, weil wir eine vernünftige Partei sind und weil wir sicherlich eine Partei sind, die man als rechts bezeichnen kann, aber sicherlich nicht als rechtsextrem. Und ich mir absolut sicher bin, dass das auch so bleibt. Zweifelhaft. Das hat der 1. September in Chemnitz gezeigt. Weil ein junger Mann erstochen wurde, mutmaßlich von Asylbewerbern, hat die AfD zum Trauermarsch aufgerufen. Seite an Seite AfD-Landeschefs von Thüringen über Brandenburg bis Rheinland-Pfalz mit den Anführern von Pegida. In den Reihen dahinter mischen sich aufgebrachte Bürger und radikale Rechte, darunter auch Identitäre, Hooligans und Neonazis. Neonazi-Parolen nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung. Gewaltbereite Rechtsradikale und Hooligans gehen auf Polizei und Presse los. All das passiert nach dem Ende des Trauermarsches. Die AfD-Parteigrößen sind da, längst verschwunden.